So Leute, herzlich willkommen zurück bei Fire Emblem Awakening. Ich wollte gerade irgendwas mit Final Fantasy sagen, aber keine Ahnung, egal. So, wir haben beim letzten Mal hier eine neue Nebenquest, die Nummer 2, freigeschalten. Und ich würde sagen, wir machen die auch gleich. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was für eine Domäne das so sein sollte, aber ist mir jetzt auch egal. So, wir haben in der Kaserne hier haben wir noch was zu erledigen. Und zwar gibt es hier noch einige Gespräche. Oh mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass es so viel wären. Aber okay. Dann hören wir mal an, was sie zu sagen haben. Ich habe meinen Schlachtruf geübt, um aufzufallen. Zwei Vögel sind geflohen. Wow, super. Was gibt's dazu Interessantes? Irgendwie lande ich immer hier, wenn ich mich einsam fühle. Okay, ich hätte schon gedacht, das gibt Erfahrungspunkte jetzt, oder was? Aber nö, wieso bist du so gut gelaunt? Hast du eine neue Frisur? Nein, er hat zwei Vögel erschrocken. warte mal, ich bin dir aufgefallen? Oh, come on, du kannst es besser. Aber es gibt Leute, die können es halt nicht. Da hat jemand gute Laune, was? Stand heute Bär auf dem Speiseplan? Warte, ich bin dir aufgefallen? Gibt's was Besseres hier? Oh, hier natürlich auch. Oh, bist mir aufgefallen. Ja. Schließen wir uns zusammen? Gemeinsames Kämpfen erhöht unsere Erfolgsaussichten. Natürlich, ich bin dir unsichtbares Schild. Du bist mir aufgefallen. Ich bin dir aufgefallen. Oh, aber egal. So, haben wir das erledigt? Würde sagen, wir gehen gleich in die zweite Nebenquest. Bin mir nicht ganz sicher. Die geheime Händlerin. Oh. Ah, das ist jetzt schon, oder? Das ist gut. Das ist gut. Das gefällt mir. Es scheint, als wäre alle Hoffnung verloren. Nimm trotzdem erstmal meine Hand. Ich werde deine Wunden versorgen. Nein. Es ist zu spät. Was ist hier geschehen? Reisender, hier findet ihr nichts als den Tod. Kehrt sofort um! Was auch immer ihr hier zu suchen habt, es muss warten. Erzählt uns bitte einfach, was hier geschehen ist. Banditen haben die Straße davor versperrt. Sie fordern einen horrenden illegalen Wegezoll von allen, die passieren möchten. Sie wollen als Flüchtlinge ausbeuten? Verachtenswert. Wir sind fahrende Händler, so machen wir in diesem Land kein gutes Geschäft. Mein Herr, wir müssen den Güterverkehr sicherstellen. Ansonsten könnten die Menschen Hunger leiden. Right. In Ordnung, wir werden uns darum kümmern. Du kannst mit deiner Karawane einfach hier warten. Sobald der Weg wieder passierbar ist, lassen wir es euch wissen. Danke, mein Herr. Du bist so gütig. So, Einheiten. Welche Einheiten sollen wir mitnehmen? Frederik? Nein. William? Wer braucht schon Bogenschützen? Kelam, der sieht sowieso niemand. Donald ist scheiße. Aber Maribel würde ich gerne mitnehmen. Aber wer soll ich hier rauswerfen? Sind alle so toll. Oh. Ich glaube, ich nehme Maribel doch nicht mit. Aber das hier muss ich ja schon mal tun. So, du kommst mal nach hinten und du kommst nochmals eins nach hinten. Riken, du bist hier ein bisschen gefährlich, mein Junge. Deswegen kommt Longsu hier nach vorne. So. Und so ist auch nicht schlecht und übel. Also, was würde ich sagen? Bin ich zufrieden. Raubein. Da haben wir noch mehr Raubein. Magier. Sie besitzen Eisenäxte. Das gefällt mir. Könnte schlimmer sein. Okay, oh Gott. Sehr viele Äxte. Das ist schlecht. Muss gleich mal... Ah, mein Telefon ist hier im Weg. Danke. Ich brauche meine Notiz. Gut, gut, gut. Ich kann es mir nicht merken. Ich will es mir irgendwie nicht merken. Aber egal. So, Inventar muss ich, glaube ich, nicht machen. Deswegen kämpfen wir. Ich glaube, es kommt noch was. Oh, da kommt doch jemand nach oben. Oh, Vincent. Ja, Victor. Anscheinend liegt da drüben ein Dorf, Vincent. Das sieht wie ein reizendes kleines Nest aus, Victor. So ist das. Ich denke, es kann eine kleine Plünderung gut vertragen, Vincent. Durchaus, Victor. Ich glaube, diesmal bin ich wieder an der Reihe, stimmt's, Vincent? Ich bestehe darauf, Victor. Oh, verstanden. Versucht auch bitte ein paar Dörfler am Leben zu lassen. Diese ständige Blutbäder schmälern unseren Gewinnspan, Victor. Alles klar, Vincent. Ich überbringe höchst ungern schlechte Nachrichten, aber das Dorf ist geschlossen. Auf bald. wer war das denn jetzt noch?
Na, du bist ja ein unwiderstehliches junges Ding, unwiderstehlich für meine Geldbörse. Von dem Gold der Sklavenhändler können sich Vincent und ein nettes Heim bauen. Vorsicht, Hübscher, gleich gibt es 100% Rabatt auf deine Lebenserwartung. Oh, ich liebe sie. Sie ist gut, sie ist kräftig, sie ist... alleine. Das Dorf ist in Gefahr. Einer von uns muss schnell vorausreiten, um die Dorfbewohner zu warnen. Wer kommt... nach vorne reiten, ist ja klar. Da steht jemand, hier steht jemand, da hinten steht jemand und oben gibt's noch mehr und da gibt's noch das hier und dies und jenes und... oh ja, wir reiten einfach mal nach oben, ne? Ist ja klar. So, du hast ein Eisenschwert, das gefällt mir schon mal sehr gut. Ich kann aber nur über diese Brücke laufen. Es ist jetzt schlecht, dass du eine Lanze hast, denn Äxte sind gut gegen Lanzen. Doch Äxte sind gut gegen Äxte. Oder gleichwertig. Ja, ich kann die so weit laufen, das ist Kacke. Yeah, so, du gehst mal dahin. Du, nein, du fusionierst dich mal mit dem kleinen Burschen hier. Und ihr wartet hier. So, du gehst mal hier ein bisschen nach oben. So, du gehst da hin. Ist mir... eigentlich ist es mir ein bisschen gefährlich. Moment, ich muss das mal besser ansehen. Ah, sehr gut. Okay, du kannst hier hin. Und lockst die Fallen mal ein bisschen an. Und du gehst so durch. Oh Gott, es sind zu viele Leute hier. So. Wie viel Schaden machst du? Zu wenig. Dann schauen wir mal. Die Magierin könnte dann schon ein bisschen mehr Damage anrichten. So. It's time. For the enemy. Und er schießt daneben. Das hat Schaden gemacht, mein Lieber. Das hat wehgetan. Oh, super. Schade, dass Stahl nicht angegriffen hat. Dann wäre er tot. Das wäre gut gewesen für Sumir. So, oh Gott. Alle gehen in den Norden. Geht's gen Norden. Da oben ist jemand Doofes. Oh, sie kommt runter. Das ist aber schlecht. Muss das Dorf beschützen, meine Liebe. Nicht mich. Okay. Sumir, du tötest jetzt schon mal den hier. Ui, dich habe ich fast übersehen, aber du kommst nicht ran. Ja, du schlägst den mal zu breit. Sehr gut. Hey, Levelaufstieg. Kann man nicht sein. Scheiß Level. Du bist stark. Okay, er macht aber auch sehr viel Schaden. Schauen wir mal zuerst den da unten an. Du machst 14 Schaden. Das könnte auch jemand anderes tun. Wie wär's mit dir? Ein Bronzeschwert. Du machst 14, der macht 14 Schaden. Du bist auf Stufe 5. Los! Mist! Jetzt habe ich schon wieder den Schnitter drin. Ich will nicht den Schnitter einsetzen, das ist gut. Muss ich ein bisschen auf Seite legen. So. Miriel, du tötest diesen Hiesen da oben. Ah, es klappt sogar. So. Können wir weiter über die Brücke laufen. Und, oh, wir können sogar... nein, wir könnten zwar angreifen, aber ich lasse es bleiben. Es hätte böse enden können, aber das hier nicht. Vor allem, wenn du nicht triffst. Das gefällt mir. So, ihr zwei seid zusammen. Ah, ich komme nicht hin. Schade. Schade. Aber du kommst jetzt auch nicht über die Brücke. Das ist auch gut. Dann warte mal hier. Mist. Kacke, verdammt. Ich hätte was heilen sollen. Aber das Wichtigste kann ich sowieso nicht ran. Ja, Gegnerphase. Schauen wir mal. Ich glaube, der Bogenschütze, der könnte mir gerade auf die Lauer gehen. Was zum? Oh oh. Nein! Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Oh, danke, Anna. Anna, genau. So, gut. Oder auch nicht. Du könntest sie mit dem Schnitter töten, mit dem aber nicht. Ich könnte aber... ja, komm, wir greifen an. Oh, sehr schön. So. Und da du sehr schwächlich bist... nein, werde ich nicht mit dir angreifen, sondern mit ihr. Und zwar mit dem Bronzeschwert. Der ist sogar tot. Sehr gut. Gibt es ein... ich habe noch nie bei ihr das Schwert verbessert. Und das will ich hier irgendwie mal ändern. Aber ich schätze mal, das wird in Zukunft dann doch wieder so sein. Nein. Dass ich das wieder vergessen tue. Das ist meistens der Fall. Aber ja.
Ich habe noch etwas geübt. Wenn es jemand nötig hat, dann bin ich das. Es hat geübt laufen. Okay, du bist ein bisschen zu stark am Anschlag. Das gefällt mir nicht ganz, deswegen gehst du mal ein bisschen zurück, um die Heilung zu genießen, die du bekommen tust. So, Rican, du kannst leider nichts tun. Du gehst mal mit ihm zusammen und geh mal hier nach oben. Nein, das mache ich. Nicht wechseln, angreifen. Stahl ist gut. Stahl kann das, der ist aus Stahl natürlich. So, er ist hinüber. Sie haben viel zu viele Axttypen. Schau dir jetzt mal hier nach oben. Was, schon wieder der Gegner dran? Uah. Das gefällt mir manchmal nicht. Manchmal bin ich immer ein bisschen zu schnell. Anna, bitte überlebe. Überlebe doch. Sei so lieb. Ich muss nach oben. Es sind zu viele. Es sind zu viele. Ah, daneben. Sehr gut. Okay, so, aber schauen wir mal, was wir machen können. Wir könnten hier nach oben fliegen und warten einmal ein bisschen. Obwohl das jetzt gerade sehr riskant ist. Aber es wird schon schief gehen. Ich kann damit Zoom ja noch hoch. Ist auch sehr schnell unterwegs. Ich habe Magie. Ja, wenigstens Magie. Das gefällt mir. Wenigstens etwas. So, du kommst. Oh Gott. Bogenschützen bis zum geht nicht mehr. Das ist schlecht. Er kommt sogar noch ran. Dann gehst du mal hier hin. Oder ist da unten? Oh Gott, da unten sind auch noch welche. Oh, ich muss irgendwie da nach oben kommen. So, du heilst mal schön. Danke. Danke, danke. So, dafür kommst du jetzt mal da vorne hier. Ah. Oh. Ich muss eigentlich nicht mit allen hier nach unten, oder? Da ist auch noch eine Brücke. So. Ich gehe mal mit den zwei hier auch unten und mit ihr mache ich mich auf den Weg nach unten. So, denn oben sind eigentlich schon genug Leute da, um das zu klären. Obwohl, es wird langsam happig. Daneben, daneben. Oh oh. Was macht der Magier? Er geht jetzt ins Haus und sagt Hallo. Das ist schlecht. Hoffe ich jetzt mal nicht, dass ich irgendwas versaut habe? Wirklich nicht. Oh, nimm dies. Sehr gut. Gutes Team. Stahl und Sally. Genau. So, ich warte mal hier mit Sumia. Ich habe noch etwas geübt. Ja, sie fällt immer noch nicht auf den Ratzen. So. Warum bist du so weit weg? Du kommst mal hier nach unten. So, wunderschön. Dann kommst du hier hin, damit ich dich heilen kann. So, mit Heilung. Ah, habe ich noch eine Pflege gekauft irgendwo? Oder eine Pflege bekommen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwo kann ich es, glaube ich, kaufen oder ich habe es gekauft. Eines von beiden. Keine Ahnung. Items, wir rüsten um. Oder auch nicht. Komm, wir belassen es. Wir lassen das Bronzeschwert da, wo es ist. Hier ist dahin. Und ja, komm, dich brauchen wir nicht oben. Dich brauchen wir nicht oben. Bitte nicht Dorf. Daneben. Ah, er geht wirklich nicht ins Dorf. Das ist gut. Können nur Axtträger irgendwas im Dorf machen? Und keine Magier? So, jetzt ist aber da oben mal Schluss hier. Feierabend. Zweimal. Na komm, wir knallen den um. Oder er uns. Sehr gut. Kappe Stärke. Oh, Stärke. Ich liebe Stärke. Denn Stärke ist mein Ding. So, ich glaube, mit Zoomia kann ich den hier aufhalten. Hoffe ich mal zumindest. Drück es mal hier nach unten. Und Heilung, Rettung. Okay. Ich habe keine Pflege bei ihr, aber das ist mir egal. Das geht. Es geht. Was ist schon auf Stufe 11 und kriegt immer noch solche Scheißteile? Moment mal, mich nimmt mal was Wunder. Kann man da nicht irgendwie Lance? Das ist eine gute Frage. Man sieht doch irgendwie hier das Maximum von ein paar Sachen. Warum kommt ihr nicht nach oben? Kommt hierher! Da komme ich halt! Das sehr schlecht sein. Oh Gott.
Es ist wirklich schlecht. So, wir greifen mit dem Donner an. Wie weit komme ich? Oh, ich komme zu wenig weit. Das ist schade. Das ist echt schade. Ich mache viel zu viel Schaden. Was ist, wenn ich hier wechseln würde? Was machst du denn? Ah, du machst ein bisschen weniger Schaden, 7. Das könnte in Ordnung sein. 2x15, kritische Chance mit dem Rapier, war logisch. Aber nein, wir machen die mal hinüber. Ah, oh, sogar ausgewichen. Sehr gut. So, dann kommst du mal hier nach unten. Wunderschön. Und du hast eigentlich schon mal Feierabend. Mit dir kann ich nicht mehr allzu viel anfangen. Was zum... Gebt auf, der Sieg steckt mir bereits im Namen. Victory! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Ein äußerst kritischer Zustand, die logische Konsequenz kann nur der Rückzug sein! Oh! Mist! Tiger! Ich habe nicht allzu viel Zeit heute, deswegen... Oh Gott. Nein. Komm, wir überlassen es. Aber es ist ja eine Nebenquest. Aber bei der Hauptstory werde ich neu anfangen. Oh Gott. Ja. Ich hätte... Normalerweise bewegen sich die Bosse nicht. Normalerweise. Doch heute nicht. Das ist schlecht. Komm her, du Sau. Ich schlitz dich mit meinem Schnitt auf. Oh Gott. Macht auch so viel Schaden. Rican, kannst du? Du kannst. Und du darfst. So, jetzt muss ich aber irgendwie sehen, dass ich denn diesen Bogenschützen hier wegkriege. Ansonsten. Oh, Bums. Weg damit. Feierabend. So, jetzt habe ich zwei Leute noch zur Verfügung, um diesen Angriff hier durchzuführen. Und... Oh mein Gott. Bitte kritisch? Der ist zu stark. Er überlebt. Er überlebt. Das ist schlecht. Für die Gesundheit. So, ich gehe mal dahin und versuche ihn zu heilen. Ich hätte gedacht, der Boss bleibt stehen. Was für ein Arsch. Ja. Müsste ich mit dir noch reden? Müsste ich mit dir noch reden? Ich hoffe jetzt mal nicht. So. Oh Gott. 11. Und dann greift er nochmal an. Sind nochmal 11. 9 mal sind 18. Sind 7. Oh Gott. Soll ich es riskieren? Ja, komm. Ansonsten können wir ja wieder weg. Oh gut, er hat keine Warfax. Boah. Das wäre jetzt scheiße gewesen. Diese Trödlerin hat gekämpft, um das Dorf zu beschützen, sagt ihr. Welch seltene Liebenswürdigkeit in diesem kalten Land. Bitte nehmt dies. Sollte sie sich verletzen, dann heilt sie hiermit. Purgativ. Und das Tor ist geschlossen. Heute ist geschlossen. Sie hat gesagt, dieses Tor ist hier geschlossen. Items, wir rüsten den Schnitter aus. Ah, du kannst mal hier hinstehen, dann kann der Rican nicht angreifen. Du Arsch! Nochmal! Oh, danke. Danke, 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 danke. Oh, Waffenlevel 10, das ist gut. Oh, arigato gozaimasu. Ich hätte nicht gewusst, dass sie mich heilen tut, aber hat sie getan. Das finde ich toll. Hast du schon... immer einen Wurf Göttinnenkrone. 13, 13, 26. Dann macht er 12 Schaden. Ich würde es gerne mit Rican beenden. Du machst 15 Schaden. Okay. Du machst 11 Schaden. Das sind 26. Das geht nicht auf. Deswegen machen wir es mal so. Wir wechseln. Genau so. Und Donner. Nein, wir wechseln nicht. Wir gehen eins zurück. Wir gehen mit... Oh Gott. Da wird zu viele Lebenspunkte. So. Zack. Oh, der ist ja... Nein!
Ich kann den Tunnel sehen, Vincent. Das Licht, es ist so wunderschön. Nun ist er weg. Ich wollte, dass das Recon bekommt, du Schwein, du. Nicht mal Stärke hat er bekommen. Was für ein Arsch. Ach, egal. So, der letzte Gegner. Trefferchance 90. Was, ich habe eine Meisterlanze? Wo habe ich eine Meisterlanze? Wenn ich jetzt nicht treffe und er. Danke. Danke. Robin und Crom. Boah. Thank you. Tausend Dank, edler Herr. Ich befürchte schon, die Waren würden verderben, bevor wir den Markt erreichen. Auch die Bürger werden euch für die frischen Lebensmittel danken. Oh. Oh, es sieht wohl so aus, als hättest du meinen Händlerkollegen einen Gefallen getan. Mein Name ist Anna. Man kennt mich auch als die geheime Händlerin. Zum Dank bekommst du bei unserem nächsten Treffen ein besonderes Angebot. Geheime Händlerin? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich werde dir mehr erzählen, aber dann wäre es ja kein Geheimnis mehr. Bis dahin wünsche ich dir erfolgreiche Geschäfte. Mögen die Götter der Reisenden ein Auge auf dich werfen. Oh, das war die Anna. Der Herr. Oh, überspeichern, sehr gut. So. Was haben wir sonst noch? Gibt's noch mehr? Es gibt noch mehr Kämpfe. Ich glaube, die werde ich heute mal machen, offscreen. Wenn ich mal Zeit finde dazu. Ah, da kann man Borg aktiv kaufen. Und ich glaube, das ist bei der Händlerin hier. Soll ich es tun? Weiß ich nicht genau, aber ich könnte, glaube ich, ein paar Eisenschwerter vertragen, meine Liebe. Und zwar als Vorrat mal. Echt jetzt? Du hast das verkauft? Was? Ich hab zu wenig Geld, Arschballerei. Dann geh. Geh weg und lass mich alleine. Du bist gemein. Du bist sowas von gemein. Okay, ich schätze mal, wir haben noch eine Unterstützung freizuschalten. Ah, Sally und Stahl. Ich hätte zwar gedacht, das wäre jemand anderes, aber nein. Genug, ich gebe auf. Komm schon, das kannst du besser. Du lässt mich doch einfach gewinnen. Niemand dann lässt dich gewinnen, Sally. Du nimmst dir den Sieg mit Gewalt. Ah, und das ist deine Entschuldigung. Du weißt doch, wie ich bin. Dir fehlt doch nur Selbstvertrauen, weil du dich selbst nicht sehen kannst. Hier, nimm mal meine Hand. Pack schon zu, verdammt nochmal. Na gut. Und, was spürst du? Ist meine Hand anders als deine? Naja, sie ist kleiner als ich dachte und sehr zart. Fühlt sich irgendwie gut an. Oh Gott. Du lässt dich ablenken, konzentriere dich auf den ersten Punkt, den du erwähnt hast. Du bist größer, muskulöser als ich und du bist ein viel besserer Reiter. Und also erklär mir mal, wieso ich dir dermaßen den Hintern versohlen kann. Ich weiß es nicht. Ich nehme an, du strahlst einfach eine Art Aura aus. Als würdest du mich zum Frühstück verspeisen wollen oder so. Alles Kopfsache. Hör auf, so sanft zu sein. Und du wirst ihm nur ein besserer Kämpfer. Meinst du wirklich? Moment. Ich glaube, das ist nur eine andere Art für dich, mich niederzuwalzen. Aber ich habe doch recht. Und wenn du den Tag überleben willst, solltest du auf mich hören. Also, was sagst du? Bereit für noch eine Runde? Los geht's. Und heute werde ich meinen Mann stehen. Oh, dass ein Mann wird stehen. Okay, das war's schon. Ich hätte gedacht, es kommt noch mehr. Aber nein. So. Speichern und bis zum nächsten Mal. Ciao.